Aus alt mach neu. Das passiert hier gerade in der Winterfeldstraße. Das leerstehende Wohngebäude wird derzeit komplett saniert. Wir sind zur Baustellenbesichtigung vor Ort und wollen uns einen Überblick verschaffen, was denn alles so ansteht. Das Objekt in der Winterfeldstraße 5 wird auf Hochglanz poliert. Hier entstehen 10 Wohnungen in Innenstadtnähe. Im Frühjahr haben dazu die Arbeiten begonnen. Im Zuge der Entkernungsarbeiten wurde das Gebäude sozusagen nackt gemacht. Alte Leitungen, Badewannen und Öfen mussten raus. Aktuell finden die Abbrucharbeiten statt. Das heißt, einige Wände verschwinden und es werden Durchbrüche in den Decken für die Installation von Heizung, Wasser und Abwasser entstehen. Der Rohbau wird für die Ausbauarbeiten vorbereitet. Hier ist also schon so einiges passiert. Bevor wir uns jetzt auf der Baustelle noch weiter umsehen, werfen wir aber noch mal einen Blick auf die aktuelle Bewohnerbefragung. Da ist nämlich jetzt gerade Endspurt angesagt. Wer seinen Fragebogen noch nicht abgegeben hat, sollte sich beeilen. Noch bis Ende der Woche nimmt die Wohnbau Nachzügler entgegen. Entweder per portofreien Umschlag zurücksenden, der liegt der Befragung bei, oder bei der Wohnbau in der Friedrichstraße 41 abgeben. Die Bewohnerbefragung läuft aus unserer Sicht aktuell sehr gut. Wir bekommen wirklich täglich Befragungen eingereicht und freuen uns sehr darüber, dass unsere Mieterinnen und Mieter so fleißig sind. Ab Einsendeschluss werden die Bewohnerbefragungen an die BBT weitergegeben. Das ist das Unternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten und die sich darauf spezialisiert haben, Bewohnerbefragungen auch auszuwerten. Bei uns werden die Bewohnerbefragungen gar nicht geöffnet. Die sind anonym und die Befragung wird erst bei der BBT geöffnet. Die Ergebnisse werden für unsere Mieterinnen und Mieter im Stadtgespräch einsehbar sein. Also die werden auch auf jeden Fall veröffentlicht in unserem Magazin, weil die Bewohner und Bewohnerinnen sollen auf jeden Fall auch eine Rückmeldung dazu haben. Wie war die Einschätzung gewesen und was hat die Wohnbau anschließend verändert am Service und wie können wir uns dadurch verbessern? Es ist bereits die dritte Bewohnerbefragung der Wohnbau. Damit möchte das Wohnungsunternehmen die Zufriedenheit der Mieter und Mieterinnen feststellen, um künftige Maßnahmen der Wohnbau noch besser auf die Wünsche und Bedürfnisse der Mieter und Mieterinnen abzustimmen. Wir sind wieder zurück in der Winterfeldstraße 5. Was hier in naher Zukunft alles entstehen wird, das erzählen wir Ihnen jetzt. Die Grundrisse in der Winterfeldstraße 5 werden an die heutigen Vorzüge angepasst. Somit entstehen 8 Zweizimmer, eine Dreizimmer und eine Vierzimmerwohnung. Alle Wohnungen verfügen über einen Abstellraum und über Küchen mit Tageslicht. Zudem sind fast alle Wohnungen mit einem Balkon ausgestattet. Zusammengearbeitet wird bei diesem Bauprojekt mit dem Ingenieurbüro Prüfer und Wilke aus Schwedt. Mit der Ausführung sind regionale Firmen beauftragt. Noch sieht es hier hinten nicht ganz so gemütlich aus, das wird sich aber schon bald ändern. Hier entstehen ein Gemeinschaftsgarten und eine zusätzliche Grillecke. Wer vielleicht Interesse hat, der kann sich über weitere Details bei der Wohnbau Prenzlau informieren. Das war's auch schon wieder von uns. Bis zum nächsten Mal beim Stadtgespräch TV.